Moin Leute, ich bin wieder da und jetzt wird es mal wieder Zeit für etwas, was ich lange nicht mehr gespielt habe, und zwar Doom. Ich werde gleich meine richtigen Spielstand laden, und zwar da ist er. Juhu. Jetzt auch hier bei in 720p. Ich weiß nicht, also momentan die Grafik sieht bei mir ein bisschen anders aus als vorher, aber ich hoffe mal, für euch gibt es keinen großen Unterschied. Also ich meine so von den Farben her. Ja. So, ich habe mich schon mal ein bisschen umgeguckt. Ich werde gleich mal ins nächste Level gehen. Halls of the Damned. Und jetzt kommt Spawning Vats. So. So. Ich wusste jetzt schon, dass die Typen kommen. Mir fällt gerade ein, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Moment. Und zwar habe ich mich was vergessen. Ich habe hier 72 Munition. Jetzt habe ich 92. Das könnte eventuell helfen. Sorry. Jetzt muss ich das Ganze gleich nochmal machen, aber ist egal, das ist ja nicht. Das hatte ich nur gesehen. So, ich will jetzt gleich mal hier den Napster. Richtig speichern und dann. Was habe ich denn hier? Ja. Hier ist es sehr dunkel gerade. Also ich persönlich kann da jetzt gerade kaum was erkennen. Das ist wahrscheinlich auch so beabsichtigt, aber ich wollte es nur mal sagen. Also falls ihr euch wundert, dass ich in manchen Stellen so ein bisschen, upsa, ahnungslos rumdünkel, das liegt einfach daran, dass ich nicht sehe. So. Ja, also wie gesagt, die Doom 1 Levels kenne ich eigentlich kaum. Das hier habe ich jetzt schon mal gespielt gehabt. Alles, was ich weiß, ist, dass hier das gleich zugeht. Ich hatte es schon mal angespielt gehabt, um zu sehen, wie das mit dem neuen Laptop und so funktioniert. Aber ja, wenn man die Kettensäge hat, ist das gar kein Problem eigentlich. Ah ja, was ihr vielleicht auch sehen könnt, wenn ihr das von früher geguckt habt. Die Grafik ist leicht anders. Und zwar habe ich jetzt so einen Filter aktiviert, mit dem die Sachen so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hochskaliert werden. Es ist nicht mehr ganz so arg pixelig wie vorher. Rein rechnerisch gesehen nur noch ein Viertel so pixelhaft. Ja, gut. Pinkies en masse. Ja, ich habe auch gemerkt, momentan ist auf meinem Kanal ziemlich wenig los. Wahrscheinlich werden alle oder vielleicht 90% von euch jetzt gerade Diablo 3 spielen. Ich habe auch überlegt, ob ich es mir kaufe. Ich habe mir gedacht, und habe dann gedacht, nö. Bestimmt früher oder später. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch überlegt, ob ich es mal als LP mache. Aber, na, habe mich dagegen entschieden. So. Oh. Haha. Das ist ja prima. Da kann ich die beiden wieder, die alle drei wieder gegeneinander ausspielen. Wenn ich es hinkriege. Wahrscheinlich sterbe ich dabei ja noch, wie ich mich kenne. Na komm, macht euch doch mal fertig. Das war ein Treffer. Moment mal. Ich wollte eigentlich Munition sparen, aber das ist wirklich irgendwie. Geht das nicht? Ja, dann. Wuhu! Ja, mal drauf. Ja, also ich dachte, normalerweise bekämpfen die sich. Tun sie normalerweise eigentlich auch. Aber irgendwie tun sie es hierbei nicht. So, den Typ, den Baron of Hell. Den Höllenbaron, den sollte ich mit der Shotgun nicht bearbeiten, mit der Chainsaw. Weil, den kann ich nicht so gut stunnen, wie man so schön sagt. Der schafft es dazwischen noch, also meinen Angriff zu unterbrechen und greift mich dann an. Und der macht mich im Nahkampf wirklich schön fertig. Da habe ich keine Lust zu. So, mal sehen, was hier so ist. Aha. Na, hi, wie geht's dir denn so, Behänger? Der drüben wackelt sogar. Ja, immer drauf. Ich habe mir auch überlegt, dass ich mal vielleicht demnächst. Ja, gut, ich muss es jetzt nicht unbedingt verraten, aber ein Spiel spiele, was, wenn ihr Doom kennt, dann werdet ihr das auch kennen. Und vielleicht auch mögen. Was ist das? Oh. What? Hier, das ist. Ach so, hier. Das da, das ist die Munition für die letzte Waffe. Die ich aber nicht habe. Ich habe momentan nur die. Es kann sein, dass das daran liegt, dass ich ein bisschen andere Waffen benutze. Als das Original Doom.
dass das da irgendwie... Dass das eigentlich quasi die Zellen wären für die Plasma-Gun. Das kann sein. Und das ist jetzt eigentlich... Ja, weil die letzte Waffe habe ich ja noch nicht. Die benutzt ja diese... Diese Patronen. Naja, gut. Ist egal. Oh, hier ist es düster. Aha. Mhm. Okay. Das war ein Geheimnis? Wieso, was war jetzt hier dran geheim? So, egal, jetzt habe ich die Karte. Jetzt kann ich ja mal kurz rumgucken. Nö. Also, hier bringt mir das eigentlich weiterhin gar nichts. Ich muss jetzt wieder zurück. Soll ich die Munition einfach mal aufsammeln? Nee, noch nicht. Lass ich mir für später. Ja, ach so, hier war ich schon noch gar nicht drin. Moment. What am I seeing there? Was ist das? Hallo? Aufgehen. Mist, geht nicht. Wo gehe ich denn jetzt zuerst lang? Also ich kenne mich hier wirklich gar nicht aus. Jo, dann... Guck ich doch mal hier rein. Ja, was soll's. Immer drauf ins Gesicht. Ach ja, mir hat jemand auch geschrieben, ich glaube, beim ersten Video dieses LPs, habt ihr vielleicht gesehen, na, vielleicht auch nicht, dass ich gefälligst ohne hier Mauslook spielen soll. Weil das wäre dann, es würde das Spiel viel zu sehr vereinfachen. Es vereinfacht das Spiel schon ein Stück, das muss ich zugeben, aber ich finde einfach, das macht einfach viel mehr Spaß, so rumzugucken zu können, als einfach nur so dieses Auto-Aim, was es früher bei Doom gab. Man konnte also immer nur links-rechts gucken und dann hat man geschossen und dann hat das Spiel automatisch nach oben oder unten geschossen, je nachdem, wo die Gegner waren. Finde ich ziemlich bescheuert. Sammle ich das hier an? Ach komm, ich sammle es gleich ein. Gut, also hier war nur ein Bonusraum, Versorgungsraum quasi. Jetzt geht's hier hinten weiter. Ah, hier gibt's noch mehr. Aha. I'm gonna get you. Halt. Aha. So, nochmal sehen. Was gibt's denn hier hinten? Ein paar Impse. Immorality. Na, wie ihr seht, der kann mich unterbrechen. Also, beziehungsweise ich kann ihn nicht genug unterbrechen, dass er es nicht schafft, mich zu treffen. Ja, er würde mich zu Gulasch verarbeiten, sagen wir es mal so. Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Ich weiß gar nicht. Also, immer wenn da so ein Unverwundbarkeitsding liegt, dann denke ich immer so, okay, jetzt muss irgendwas richtig Fieses kommen. Aber. Ist das hier? Was? Wer grunzt hier rum? Hallo? Ja, ja, kommt mal alle aus euren Löchern raus. Also auf jeden Fall sind die Gegner verflixt schnell, das muss man schon sagen. Noch mehr von euch. Junge. Kettensäge ist echt nice, also ohne Munition. Ich glaube in Quake, nein, in Doom 3 brauchten die, ja, Treibstoff quasi, also als eine Art Munition. Ich weiß es aber nicht mehr. So, what? Red. Oh oh. Das klingt nicht gut. Ja, ich guck erstmal hier drüben rein. Hier gibt's... Junge. Hier gibt's diesen Geheimgang. Hier nennen. Nur ich weiß nicht. Ach so. Hä? Ja, mach das nochmal. Dann kriegst du aber ein paar. Und wer auch immer da jetzt gleich rauskommt, der kriegt ein paar ins Gesicht. Hey. Haha. Noob. Ja. Also, ich glaube, hier vorne nehme ich Schaden, wenn ich hier reinlaufe. In dieses Blutzeug, warum man auch immer in Blut Schaden nimmt. Aber anyhow, solange ich hier drauf stehe, passiert mir nichts. Rote Karte habe ich noch nicht, also gleich wieder zurück. Ist das überhaupt ein Geheimnis? Mehr gibt es hier, glaube ich, ja nicht, weil sonst würde ich das ja sehen.
Dann muss ich hier weiter. Ja. Hm, was habe ich denn hier? Ja, in der Typ, der das geschrieben hatte, meinte, also es wäre quasi Cheaten, wenn ich so spiele. Aber dann kann man auch sagen, dass das, wenn ich hier mit den anderen Waffen spiele, gut, das ist nur teilweise anders, also die hier, die Waffen sind eigentlich alle gleich, die Waffe ist halt anders hauptsächlich, dann ist das ja eigentlich auch schon Cheaten. Nur weil es nicht ganz das Original ist, naja. Jedem das Seine, habe ich mir gedacht. Halt! Wer macht hier rum? Hm, gut. Dann gehe ich mal hier rein. Ich höre als die Türen, Junge. So, also falls ihr euch wundert, dass ich jetzt weiß, dass die Typen schon hier sind. Wie gesagt, ich hatte das Level jetzt schon mal angespielt, nachdem, ja, also zum Testen mit meinem neuen PC. Aber ich habe das wirklich, das Spiel hier habe ich jetzt wirklich auch schon lange nicht mehr gespielt, ne? Wo sind denn diese Geräusche die ganze Zeit? Kann ich hier irgendwas benutzen? Soll ich mal auf die Karte gucken? Nö, habe ich nicht. Alter, das macht mich jetzt total fertig. Was ist hier? Hier, hier, hier. Mhm. Okay, jetzt fängt es schon wieder an. Blaue Karte, wo komme ich denn mit der... Ach so, das war auch hier vorne irgendwo, ne? Ja, 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 warte, das war hier vorne. Ganz... Oh, oh. Huh? Hier ist ein Geheimgang. Leute, also ich sehe hier drin, das muss ich jetzt wirklich sagen, es ist... Oh. Es ist hier drin für mich so dunkel, dass es also fast komplett schwarz ist. Ich kann eigentlich nichts erkennen. Also sorry, wenn ich jetzt hier ein bisschen wie ein blinder Idiot rumstolpere. Ich sehe wirklich fast gar nichts. Oh nö. Was ist das denn hier für ein Zeug? Ich sehe echt fast nichts. Ist bestimmt noch so ein... Was ist das denn? Bestimmt noch so ein Vieh. Ja. You got the grenade launcher. Ja, dann laufe ich ein bisschen so rum. Ich weiß gar nicht, ob das ursprünglich auch so gedacht war. Aber, aha. Noch mehr von den Typen. Hier sollte ich also rein. Aha, okay. Mhm. Aber ich habe schon relativ viel von dem Level erforscht. Gehe ich erstmal nach oben. Okay, also diesen Teil hier kenne ich jetzt auch wiederum nicht. Ich weiß nur, dass wir bei E2 M7 sind. Ich weiß überhaupt nicht mehr, ob ich auch ins Bonuslevel gekommen bin. Hä? Oh Mann, diese... Oh! Diese Geräusche immer. Ja, toll, eine Taste. Cool. Ich mag Tasten. Auf Englisch könnte ich jetzt sagen, Tasten sind so tasty. Muhohoho. Ja, komm, rin in den Kopf. Ich will immer ein bisschen vorsichtig sein mit der Munition, die ich einsammle. Weil ich ja nie weiß, ob ich es nicht mal wo noch was brauche und so. Aber naja. Ja. Aber bis jetzt ist es wirklich relativ unspektakulär. Ach ja. Ja. Ja, cool. Yay! Bam! Bam! Ah, ich vermisse so ein bisschen die doppelläufige Shotgun aus Doom 2. Die ist nice. Geben nicht heute einen Schaden? Oh ja. Und nicht wenig. Aha. Hm.
Gut, nichts. Ach. Das kenne ich. Das kenne ich. This I recognize. Ja, dann gehe ich da mal hier hin. Gabusch. Dass die Typen immer irgendwelche Türen aufmachen, das macht mich total fertig. Ich wollte schon sagen, das macht mich total wuschig, aber ich glaube, das heißt eigentlich was anderes als das, was ich immer denke. Deswegen sage ich das mal lieber nicht. Ha? Was ist denn los? Oh. Doom enttäuscht mich manchmal. Ich finde es nicht schlimm, aber normalerweise... müsste eigentlich irgendwas passieren. Ach, kann das sein, dass hier eigentlich die ganzen Imps rauskamen? Das ist wahrscheinlich der Grund. Ja, jetzt habe ich alle Karten. Gelbe Karte. War ich jetzt irgendwo noch nicht? Ah, ja. Ah, Moment. Ja, ich wollte gerade meinen Finger drauf zeigen, als ob ihr es sehen würdet. Naja, gut, aber... da oben... Das Ding wird jetzt wahrscheinlich irgendwo offen sein, was hier beim Startpunkt ist. Und hier unten werde ich jetzt mal... Ach so, ja. Ich bin ja schon fast da. Ah, soll mal herkommen. Dam-da-dam-dam-dam-dam-dam. Ich schneide dir ein neues Loch. Dup-dup-dup. Aha. Ja, das wäre das Levelende, eigentlich. Aber ich möchte jetzt nochmal zum Level Start. Und zwar gibt es hier vorne doch noch Munition. Und... Ah, ich habe eine Vermutung. Falsche Abbiegung. Hier lang. Hier lang. Und zwar... Hier. Hier hinten kann ich ja noch rein. So. Es sind noch... Nee, es sind gar keine Gegner mehr übrig. A secret is revealed. Aha. Und ich habe eine Vermutung, welche Tür jetzt aufgegangen ist. Oh, ich würde ja so gern die letzte Waffe haben. Die BFG quasi. Die BFG von Doom. Jetzt... Jawohl! Soul Sphere. Okay, diese Stimme, die war eigentlich, die gab's im Original Doom nicht. Das liegt daran, weil ich hier Skulltag benutze, was halt ein Doom Source Port ist. Es wäre aber extrem unlustig, wenn ich das im Original Doom aufnehmen würde. Und das hier funktioniert, also habe ich mir gedacht, warum nicht? Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles, ne? Gut. Dann würde ich sagen, hinaus oder besser noch speichern. Ja. Und speichern. Juhu, Items 96. Keine Ahnung, was da los ist. Egal. Kurzer Schnitt.